Jetzt sind wir bei 450 Meter so, und jetzt sind wir an dem tiefen Untergrund, hier, tiefer Untergrund. Hier muss man dann aufpassen. Plötzlich habe ich ein Loch gehabt und dann blickte ich auf einmal irgendwo in so ein riesiges schwarzes Loch. Man konnte nichts sehen. Ich habe jetzt die Fackeln hier gestellt und dann war das ziemlich schwierig, hier die Treppen von unten hin so zu bauen. Ja, hier, jetzt hier lang, muss man hier mal rüber. Hier habe ich so Treppen gebaut, weil das geht da. Da ist nämlich Wasser da unten. Das habe ich gehört. Ich hörte dann irgendwann nur, wenn ich da geklopft habe, das Wasser, dass irgendwie Steine ins Wasser plumpsten. Ja, herzlich willkommen zu Rising World. So wirkt's auf den ersten Blick. Rising World ist ja schon ein älteres Spiel eigentlich, das gibt's schon ziemlich lange, allerdings in einer älteren, ja wie soll ich sagen, Java-basierten Engine. Und das ist dann seit einigen Jahren ganz neu auf einer neuen, modernen Engine neu aufgesetzt worden. Eigentlich mit den alten Regeln, allerdings natürlich verbessert, das Ganze. In einer neuen Engine natürlich viel bessere Grafik. Und er hat einige Jahre gedauert. Die Entwicklung geht relativ langsam weiter. Ich habe ja auch schon vor längerer Zeit mal so den einen oder anderen Livestream gemacht. Aber da fehlten noch grundlegende Dinge. Und so das Allergrundlegendste ist jetzt inzwischen da. Also jetzt kann ich es schon empfehlen. Jetzt macht das Spaß. Hat ein paar Jahre gedauert. Und es ist einfach nur richtig geil. So, ich bin extra hier irgendwo so ein bisschen auf so eine Wiese gegangen, weil wir sind nämlich hier auf meinem Server. Ich habe einen Server gemietet und bin jetzt schon seit einiger Zeit, den einzurichten. Und das ist gerade bei Rising Worlds ein bisschen komplizierter. Da muss man allerhand Einstellungen machen. Dafür hat man aber auch sehr viele Möglichkeiten, gewisse Regeln richtig festzulegen. Ja, was ist Rising World für ein Spiel für Leute, die das vielleicht noch nicht kennen und nicht gesehen haben? Eigentlich ist es ein relativ gemütliches, harmloses Spiel. Man kann also hier sich ein Häuschen bauen und man muss sich was zu essen besorgen. Also ein bisschen Survival, allerdings der Survival-Aspekt ist eher sekundär. Der ist jetzt, das ist nicht so schwer. In erster Linie ist hier zu nennen dieses unfassbar umfangreiche Baumenü, also diese Baumöglichkeit. Man kann fast alles bauen. Man könnte quasi jetzt mal, wenn man richtig gut in Übung ist, den Kölner Dom hier hinsetzen, der aussehen würde wie ein Foto. Ja, also wie echt. Also das geht. Annähernd. Und das ist das Schöne dabei. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen von der Wiese weg. Ich habe hier nämlich schon ein kleines Zuhause. Angefangen. Kann man auch hier gucken. Mit I kann man zum Beispiel die Liste aller Leute anzeigen lassen. Ich hier bin Admin in der Gruppe Siedler. Ich habe hier eine Spielzeit auf dem Server verbracht von 1 Tag, 7 Stunden, 33 Minuten. Das ist also meine Online-Zeit. Hier, der Server existiert jetzt seit ein paar Minuten. 12 Leute können maximal drauf. Und jetzt sind wir hier übrigens in meinem Gebiet. Das sieht man unten links, ist mein Name reingekommen. Ich habe eine Area. Und jeder Spieler, der hier siedelt, der kann sich eine Area sichern lassen. Da kann man die Rechte, die Möglichkeiten, die man selber, die aber auch andere Spieler haben, einstellen. Ist ein bisschen kompliziert, geht aber, kann man machen. Beziehungsweise als Spieler könnt ihr das ja dann von mir machen lassen. So. Also hier ist mein Zuhause, sieht man schon, da habe ich so eine kleine Bude hingestellt. Und der braune Kasten daneben ist kein schönes Haus. Das ist ja auch erstmal so, dass ich so ein bisschen mein Zeug, ein Dach über dem Kopf habe, ne? Und da ich ja anfangs noch nicht die Einstellung so weit hatte, hätte jeder, der hier auf den Server kommt, mich hier beklauen können. Deswegen habe ich das alles erstmal da so reingebaut. Ja, hier habe ich jetzt schon ein ganzes Kornfeld stehen. Ne, Getreide. Hier haben wir Kartoffeln und Tomaten und Hanf. Nicht zum Rauchen, sondern braucht man, um Stoff und Garn zu machen. Möhrchen. Hier, das wird Chili. Chili gibt es nur in Afrika. Hier gibt es kein Chili, aber ich habe mir Samen geholt. Dann haben wir da Mais. Und das sind Zuckerrüben. Ah ja, so alles Mögliche. Ne? Hier wachsen ja auch schon meine Melönchen. So, gehen wir mal rein. Das Schöne ist ja hier, man kann Tür auch absperren jetzt. Ja, so. Ja, ist zu. Muss ich also erst aufsperren, was natürlich nur der Besitzer kann. Ne? So, Tür wieder zu. So, jetzt sind wir bei mir. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Erstmal, na, hiermit kann ich die Erze schmelzen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie man den anderen Spielen auch kann.
ne, Erze schmelzen, weil man ja auch die Materialien braucht. Nochmal ein extra Tresor, wo ich die ganz besonders wertvollen Sachen drin habe. Ja, man kann Truhen hinstellen. Die unteren, das sind bessere Truhen, die man noch abschließen kann. Die oberen eben nicht. Und hier sind eben so allerhand Sachen drin. Und die Schilder davor, die Beschriftungen, das sind extra Schilder, die ich dir vorgepatscht habe. Also die Truhen selber sind nicht beschreibbar. Da muss man so ein Schild vorpatschen. Ist aber hier alles kein Problem. Ja. Hier auf meinem Server, wer jetzt Rising World kennt und eventuell Lust hat, hier zu spielen, kein Thema, ruhig bei mir melden. Bis jetzt ist noch nicht freigegeben, bis jetzt ist auch noch Passwort geschützt. Ich habe aber eventuell vor, den Server hier freizugeben, dass jeder hier drauf kann. Allerdings dann nur als Gast. Als Gast kann man dann sogar fliegen, aber man kann überhaupt nichts machen. Man kann sich nur umgucken. Nur gucken. Und sonst nichts, nur gucken kann man. Und bevor das alles so gemacht werden kann, möchte ich das natürlich erstmal ausprobieren, ob das auch alles so stimmt mit den Einstellungen, weil ja, wie ich das eingangs schon gesagt habe, die ganze Geschichte reichlich kompliziert ist. Ja, ich musste mich da jetzt richtig reinfuchsen, auch hier die Areas einzustellen und so. Ja gut, hier bin ich also zu Hause und hier habe ich jetzt bin ich dabei, so ein kleines Bootshaus zu bauen. Da können wir später nochmal so ein bisschen rangehen, dass ich auch das Baumenü so ein bisschen zeige. Ja, wer Interesse hat, hier mit mir zu spielen, kann sich bei mir schon mal melden. Offizieller Start ist noch nicht, soll in den nächsten Tagen auch passieren, nachdem ich die Möglichkeit hatte, so ein bisschen zu testen. Da brauche ich so ein bisschen Hilfe bei. Ne? Ich bräuchte jemanden, der hier hinkommt als Gast und dann muss er so verschiedene Aufgaben erfüllen. Muss er hier gucken, auf meinem Land, kannst du hier was kaputt machen? Kannst du die Tür aufmachen? Kannst du mir hier was klauen? Kannst du mir das Boot klauen? Kannst du hier fliegen? Kannst du hier nicht fliegen? Jetzt gehen wir in einen anderen Bereich. Was kannst du hier, was kannst du nicht? Ja, solche Tests muss ich erst machen, um sicherzugehen, dass uns hier nicht irgendwelche Griefer irgendwas kaputt machen können. Darum geht's. Und dass jeder, der hier spielt, auch sein Zeug sichern kann. Man muss allerdings nicht sich so einen Bereich zuweisen lassen, indem man da eben seine Sachen geschützt hat. Man kann überall bauen. Also wenn ich jetzt jemandem ein Grundstück gebe, ich zeig mal eben, ich gebe jetzt zum Beispiel hier, ist die Zirkumflex-Taste, ne? Einfach mal Show Areas ein. So. Dann sieht man also hier das rot markierte ist der Bereich, der mir gehört. Ja, da hinten sieht man schon eine andere Area ausblitzen. Wenn wir jetzt nochmal zurücklaufen. Ach, guck mal, eine Ziege. Ja, ich komme nochmal gleich zu den Einstellungen. Rennen, rennen, rennen. Ja, ist also schon durchaus groß. Also, es sind ja nicht erwarten, dass hier so viele Spieler sein werden. Können ja auch nur maximal 12 hier drauf gleichzeitig. Kann man sich schon ein relativ großes Grundstück machen lassen. Zack, und hier sind wir in der Wildnis, hier sind wir außerhalb. Ne? Ist ja auch hier die Gegend, wo wir gerade angefangen haben. Da kann man dann also sehen, wie groß mein Bereich ist. Das werde ich noch so ein bisschen befrieden, also so ein paar Symbole machen. Also jetzt nicht komplett einzäunen, aber so an den Eckpunkten werde ich so kleine Türmchen hinbauen, damit man sich ein bisschen besser zurechtfinden kann. Aber jeder kann sich die Areas so anzeigen lassen, ne? Und dann einfach mit Hide Areas ist die Anzeige dann wieder ausgeblendet. Das kann jeder machen, das ist auch kein Problem, das ist auch zur Orientierung und wird ja auch immer unten links kurz der Name eingestellt. In verschiedenen Areas kann man jetzt ja auch verschiedene Rechte geltend machen, also Berechtigungen machen. Zum Beispiel kann jemand sagen, bei mir in meinem Bereich darf jeder rein, hier darf auch jeder fliegen, aber man darf hier nichts verändern oder so. Das kann man dann alles individuell einstellen. Ja gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt in das Boot und dann zeige ich euch als erstes mal die Welcome Area. Das ist der Bereich, wo man, wenn man das erste Mal hierher kommt, dann auch startet. Ist das Boot so weit vorne? Mal gucken, ob ich jetzt ohne ins Wasser zu fallen hier über die Balken springen kann. Na, ich glaube, da komme ich nicht hin. Hopp! Nee! Ah, so. Also, start mal Boot. Ist kein Gang drin. Rückwärtsgang wollen wir nicht. So, vorwärts. Ja, zu den Einstellungen hier, die Rising World kennen werden, das wird das vielleicht interessieren. Ich finde das immer, die Standardeinstellungen in Rising World sind so, dass es viel zu viele Tiere gibt. Man geht ein Stück über die Wiese und dann kommen einem gleich Kühe entgegen und überall sind Schafe und Ziegen. Und wenn man, ja, gibt ja jetzt auch gefährliche Tiere, zum Beispiel Bären, wenn man denen zu nahe kommt, dann greifen die einen an. Und
Ja, wenn man jetzt hier dann durch die Gegend geht, alle 100 Meter, wird man von ein oder mehreren Bären angefallen. Das ist wie hier Brems Tierleben. So, gehen wir mal Gas. Was sind wir? Jetzt haben wir gerade meinen Bereich verlassen. So, wir sehen jetzt schon da am Horizont vor uns so ein paar Gebäude allmählich erscheinen. Da habe ich nämlich die Welcome Area schon gebaut. Also, ist noch nicht so ganz fertig, aber größtenteils schon. Die gucken wir uns jetzt als erstes an. Da würdet ihr also starten, wenn ihr das erste Mal auf den Server kommt. Ja, also ich habe die Tiere auf ganz wenig eingestellt, und zwar auf den Wert 0,2. Standard ist 1. Ja, ist also nur ein Fünftel der Menge der Tiere. Das heißt, wenn man hier unterwegs ist, ist das nicht alles so einfach. Man muss nach den Tieren suchen. Man muss richtig suchen. Zumal es ja jetzt auch verschiedene Biome gibt. Es gibt so ein arktisches Biom mit viel Kalt und Schnee und Eis. Da gibt es dann auch Pinguine und Polarbären. Und dann gibt es auch ein afrikanisches Biom, teilweise auch Wüste mit Palmen, Kakteen, Löwen, Elefanten, Nashörner, Zebras. Ja. Und hier ist eben so das Standardbiom. Hier gibt es eben so ja, Ziegen, Schafe, Elche, Rehe, allerhand Rotwild, Hühner, Hasen, sowas eben. Ne? Und auch Bären und Wildschweine, die auch aggressiv sind. So, und hier diese Welcome Area, da fahren wir jetzt auch rein. Da sind wir jetzt drin, ist auch so ein Bereich. Ist natürlich geschützt, dass hier niemand was kaputt machen kann. Das soll also so bleiben. Das ist ja nur ein geschützter Bereich für den Ankunftsbereich. Ne? Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, PvE und PvP werde ich hier wohl ausschalten, falls noch nicht geschehen. Das heißt also, hier in dem Bereich kann man keine Tiere töten. Ah, jetzt ist das hier so, ich habe die Treppen noch nicht gebaut. Ah, da komme ich aber hoch. Gesprungen. Da haben wir Hühner. Keine Tiere töten und auch hier den anderen Leuten nichts antun. Der Bereich, der ist hier so ein bisschen großräumig um diesen kleinen Schotterinselbereich hier. So, der Spawnpunkt, der Default Spawnpunkt, der ist in etwa hier. Ja, also hier fangt ihr an. Ich habe hier schon so ein paar Hinweise. Da steht halt schon mal auch so, was man so für Regeln hat, was ich hier so vorhabe. Und hier auch noch so ein paar Hinweise. Da werden vielleicht noch einige dazukommen, damit man sich so ein bisschen zurechtfinden kann. Hier soll ein, eben der Spawnpunkt sein. Wenn man zum Beispiel auch noch kein eigenes Zuhause hat, also noch kein Zelt hat und stirbt, dann landet man eben auch wohl wieder hier neu. Ne? Man kann sich also hier immer, ich sag mal, wieder hier hinsterben. Ne? Es sei denn, man hat einmal so ein kleines provisorisches Zelt gebaut und da drin geschlafen, dann ist das der Spawnpunkt. Guck mal, das Huhn hängt an dem Stein fest. Dann geh doch drumherum. Deswegen habe ich ein Rehchen gemacht. Die Schafe, die waren tatsächlich schon hier auf der Insel, als ich hierher kam, aber die paar Hühner und das Rehchen, und das ist ja scheu, das will immer vor mir weglaufen und kann von der Insel nicht gehen. Also die Tiere gehen ja nicht ins Wasser, ne? Ja. Das ist also hier der Welcome-Area-Bereich, soweit wie ich ihn habe. Und du siehst schon, liebe Steffi, ich hoffe, du guckst dir das Video an. Ich werde dir das mal, dich mal drauf hinschubsen. Das habe ich hier gebaut aus irgendwelchen Blöcken, die im Prinzip erstmal so aussehen wie die im 7 Days. Und dann kannst du die aber stutzen und kleiner und größer machen und drehen und andocken und kleben und alles. Also das machen wir nachher noch ein bisschen. Das ist auch in erster Linie der Steffi gewidmet, dass die sich das mal anguckt. Weil ich glaube nämlich, und habe ich ihr auch schon ein paar Mal gesagt, ne, wenn die einmal hier anfängt, dann ist die ja nicht mehr rauszukriegen. Das ist meiner Meinung nach genau ihr Spiel, weil die ist so kreativ, die kann so tolles Zeug bauen. Haben wir ja gesehen in 7 Days. Und deswegen werde ich auf jeden Fall nachher mal kurz so ein bisschen an meinem Bootshaus weiterbauen und euch da so ein bisschen mitnehmen, so zum Ende hin, weil das ist dann vielleicht ein bisschen langgezogen. Also hektisch mal eben schnell hinzimmern, das funktioniert hier nicht. Da drüben wohnt die Nicole, beziehungsweise die hat da mal was angefangen. Da habe ich auch schon einen Bereich für gemacht, aber bis jetzt ist sie nicht wiedergekommen, die ist wohl gerade woanders beschäftigt. Ja, also die hat das schon mal so ein bisschen angetestet, aber zum Testen steht sie mir offenbar nicht zur Verfügung. Ich habe sie mal angefragt, aber die ist wohl da ganz akribisch mit Landwirtschaftssimulator dran. Nun denn, ja, da drüben steht übrigens mein Fachwerkhaus, was ich mal gebaut habe. Das habe ich gebaut im alten Rising World noch. Kann man aber natürlich alles, was man baut, als Blaupause machen. Man kann das quasi einrahmen und dann als Blaupause kopieren und dann überall wieder hinstellen. Und das ist sogar
von der alten Version übernehmbar. Allerdings allerhand von Teppichen, Möbeln und Inventar und auch die Türen, die sind nicht dabei. Also alles, was es jetzt in der neuen Version nicht gibt, was es in der alten aber gab, ist da natürlich nicht dabei. Ne? Ich habe das nur einfach mal so für Spaß dahingestellt. So, fahren wir zurück. Ich könnte jetzt auch fliegen, weil ich habe den Admin-Modus an. Allerdings, wenn ich selber hier spiele, dann lasse ich den Admin-Modus aus. Ja, also dann spiele ich und dann kann ich auch nicht mehr als andere auch. Sonst könnte man sich ja durch Fliegen jeder Gefahrensituation irgendwie entfliehen und fuschen und so. Mache ich nicht. Ich muss tatsächlich mir auch eine Leiter bauen, wenn ich irgendwas baue. Ne? Allerdings, wenn ich hier was baue, Welcome Area, so öffentliche Dinge, da arbeite ich dann im Admin-Modus und auch im Kreativ-Modus. Da brauche ich auch das Material nicht vorher looten oder besorgen oder abbauen, sondern dafür ist der Admin-Modus auch. Wenn ich jetzt zu jemandem hinkomme und sage, hier möchte ich gerne siedeln und dann den Bereich da mache, dann fliege ich da natürlich auch und dann mache ich das so. Ne? So, fahren wir wieder nach Hause. So, jetzt haben wir den Bereich Admin-Area verlassen. Ich kann den mal ganz kurz einschalten hier. Der geht auch ein Stück ins Wasser tief rein und nach oben, das ist geschützt. So, ne, da hinten sieht man da den Block schon von Nicole und hier sieht man eben den Bereich der Welcome Area. Das ist auch so ein Würfelding etwa, so rundrum da. In dem Bereich kann man nicht fliegen. Ich weiß nicht, ob ich PvE und PvP ausgeschaltet habe, sodass man, wenn da jetzt zwei gerade den Server betreten, sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen können. Und die Tierchen auf der Insel können sie auch nichts tun. Ne? So, machen wir wieder aus. Das nervt. Na, das wollte ich nicht ausmachen, sondern das hier. So. Machen wir wieder an. So. Ach ja. Ja, und zu den Einstellungen noch. Ich habe natürlich auch Erze auf ganz gering gestellt, so gering wie geht. Das heißt also, es ist jetzt nicht so, wenn man in den Bergen rumläuft, hat man links und rechts überall Eisen und Aluminium und alles so leuchten sieht an den Bergen. Man muss danach suchen. Es geht aber. Ich bin so ein bisschen in den Bergen unterwegs gewesen und ihr seht, ich habe sogar schon genügend Aluminium zusammengefunden für das Boot. Ja, aber ich fand das immer ein bisschen viel, sodass natürlich dann der Ansporn nicht so da war. Das soll auch eine Weile dauern, bis man so weit ist. Ich würde am liebsten auch einstellen, dass man diese essbaren Pflanzen, also Möhren und Melonen und Kürbisse, die man so in der Landschaft findet, die hätte ich auch gerne reduziert, weil der Survival-Aspekt ist ja eigentlich nicht gegeben. Also hier kann man eigentlich gar nicht verhungern. Man geht ein bisschen durch die Gegend und stolpert dauernd über Futter und wenn man sich dann so eine Sichel gemacht hat, kann man da auch die Samen gewinnen und das anbauen, habe ich ja schon gerade gezeigt. Jo. Ja, wie gesagt, also jetzt gibt es Bären, also gewisse Gefahren sind jetzt hier auch, die einen angreifen und auch die Wildschweine sind da, die einen angreifen können. Aber der Survival-Aspekt ist ja eher sekundär. So, sind wir wieder im heimatlichen Bereich. Habe ich mir ein schönes Fleckchen ausgesucht, ne? Hier mit dem kleinen Fluss, den habe ich nicht gebaut hier, die Zufahrt. Das war so. Ist hier wie so ein kleiner Zufluss. Mal gehen wir mal vom Gas, mal ein bisschen langsamer hier. Und da mache ich mir dann mein Bootshaus hin. Der Grundgedanke mit dem Bootshaus ist, weil ich gar nicht weiß, ob ich das mit den Rechten so einstellen kann, dass sich nicht jeder einfach auf mein Boot setzen kann und damit abhauen kann. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt ordentlich gefahren kriegen. So, mein Rückwärtsgang rein. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ne, so rum, ne? Andersrum. Ah, so geht's doch. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, siehste. Ja, hoppla. Ja, ne, also da werde ich dann noch einen Balken machen, so wie den da oben, allerdings nicht auf der Höhe, sondern eben tiefer, damit man da rausfahren kann. Links und rechts ein bisschen zumachen und dann eben eine Tür, die man abschließen kann. Und hier eben auch Wände, ganz drumherum. Und hier kommt so eine Tür mit dem Eingang und da kommt so ein Steg. Und da kann man dann da zu dem Boot hingehen. Und dann kann man die Tür aufmachen, rausfahren. Ja, so ähnlich habe ich das auch mit meinem Pferd gemacht. Wenn man genügend Leder zusammen hat und so ein paar Materialien, kann man sich
ein Sattel machen, und wenn man einen Sattel hat und dann ein Pferd findet in der Natur, ich habe eins gefunden, ist auch das einzige, was ich gefunden habe, ist abgeschlossen, guck mal. Ich muss hier alle vier Türen aufmachen, wenn ich reiten will, weil das Pferd nur rauskommt, ich kann das nicht rausführen. Ich kann nur rausreiten, und wenn ich da drauf sitze, sind normale Türen zu niedrig. So, entriegeln. Dann mach doch mal auf. Hä? Was nu? Na super. Das passiert da eigentlich recht selten. Ich weiß gar nicht warum. Na gut, ist es passiert. Hier, so heißt der Server. Julia Let's Plays GTX RW Welt. So. Wie gesagt, ist noch Passwort geschützt, und wenn hier jemand von euch spielen möchte, kein Problem. Allerdings müsst ihr euch bei mir melden für das Passwort freigeben, dass jeder als Gast rein kann, erst nachdem ich einiges getestet habe. So, was ist jetzt hier? Ist noch abgeschlossen. Ja gut, dann machen wir das nochmal. Entriegeln. 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 Hä? Dachte, die waren schon. Okay. Ne, ist auch nur so ein kleines Schutzstall hier, dass keiner mein Pferd klauen kann, weil ich ja noch unsicher bin mit den Einstellungen. Ja, und dann kann man hier reiten. Ja, und mit Shift, wie beim Rennen, kennt man ja. Ich steuere also mit WASD und mit Shift. Man kann ich dann eben auch schneller. Weil das Pferd, das verunfallt auch nicht. Man kann also durchaus relativ steile Berge hoch hier. Ja, das funktioniert alles ganz gut. So. Uiuiuiuiui. Ja. Und Satteltaschen habe ich mir auch schon gemacht. Und dann habe ich hier so ein bisschen Stauraum. Ne, Sossi? Ja. Hier hast du ein Zuckerchen. Ja. Dann kann man hier, genau wie auch in 7 Days, und das geht jetzt mal mit 7 Days ein bisschen zu vergleichen. Also da kann ich Brot backen, hier kann, ist ein Mühlstein, da brauche ich ja auch, um eben aus dem Getreide Mehl zu machen, aber auch um Kohle zu mahlen und auch um Schwefel zu mahlen für Schießpulver. Ich habe ja auch ein Gewehr hier. Aber da muss man schon ein bisschen was für haben. Das hat man erstmal am Anfang nicht. Na? Ja. Gut, dann zeige ich euch noch was. Also, das Mining, ja, das Buddeln, das geht hier auch. Natürlich. Allerdings ist das doch ein bisschen mehr. Ich wollte eigentlich Fackeln mitnehmen. Jetzt habe ich nur die eine. Wir brauchen da mal ein paar mehr von. Obwohl, das mache ich ja nicht jetzt. Ich zeige euch das nur mal. Ich habe jetzt hier einfach mal mich mit der Spitzhacke. Ich habe ja inzwischen sogar schon hier den Minenbohrer. Der geht richtig schnell. Habe ich zu essen, zu trinken mit? Ich habe kein Brot dabei. Na, ich habe aber das Fleisch. Aber so lange sind wir ja nicht weg. Ja, die Wachstumsdauer von Pflanzen habe ich auch relativ lang gestellt. Weil sonst war das so, man pflanzt das an und dann geht man eine Runde. Wenn man wiederkommt, ist das alles schon fertig und reif. So, hier habe ich gebuddelt und habe auch gleich eine Treppe runtergebaut. Ich habe auch den Helm. Kann man hier sehen, ne? Ja, gibt es jetzt auch nur männliche Avatar. Aber das wird natürlich noch entwickelt, aber ist jetzt eben so. Und wenn ich den Helm aufhab und mach so, dann habe ich eine Lampe. Ja, ich mache die erstmal noch aus, weil ich habe hier erstmal noch ein paar Fackeln gesetzt. Ach so, ich mache mal hier. Mit F3 kann man übrigens allerhand anzeigen lassen. Einmal die Koordinaten oben, wo man ist. Da wir bis jetzt hier noch keine Map haben, empfiehlt sich das auch, notfalls Orte zu merken, indem man sich die Koordinaten aufschreibt. Wobei die jetzt hier auch unten im Bild zu sehen sind. Der mittlere Wert ist übrigens der Höhenwert. Und da steht dann auch die Uhrzeit, 15:26 Uhr, und wir haben hier 15 Grad Temperatur und so weiter. Wenn ich jetzt nochmal F3 drücke, dann ist das wieder weg, aber die Koordinaten unten, die bleiben stehen. Na? So, rennen wir mal hier die Treppe runter. Jetzt sind wir bei 43. Wir sind da oben so bei knapp 100 Meter über Null. Und jetzt sind wir auf Null. Wir sind jetzt 100 Meter runter, schon unter der Erde.
So, und hier haben wir jetzt schon 75 Meter unter der Erde. Hier geht's weiter. Ich mache jetzt aber mal die Funzel an. Jetzt, auch die Geräuschkulisse, die ist hier so super, ne? Wenn man dann hier klopft, der Hall. Wenn das hier mal so größer wird, dann habe ich hier wahrscheinlich irgendwelche Erze gefunden. So, weiter habe ich da noch nicht. Hier habe ich Erze geholt, ne? Hier die Treppe, die ist jetzt hier bei minus 150 Meter, ist Schluss. Aber ich habe mich da mit dem Minenbohrer hier mal weitergekämpft und habe auch den Boden so ein bisschen glatt gehauen. Wenn man mit der Spitzhacke buddelt, dann ist das ziemlich kantig. Aber der Trick ist, mit dem Hammer, ja, kann man das so ein bisschen gangbar machen. Dann ist der Boden eigentlich ganz gut zu laufen. So, hier runter. Das ist immer schwierig dann, wenn man die Treppe nicht baut, einigermaßen die Richtung zu halten. Deswegen geht das hier so kreuz und quer. Hier ist es ziemlich steil sogar. Jetzt sind wir schon 200 Meter im Minus. Es geht runter, runter. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was gefunden. An mal Gold und Eisen, ab und zu auch mal ein bisschen Aluminium. So, 250 Meter im Minus. Früher war das ja in dem alten Rising World, da kommt man auch so tief runter. Und das ging so 600, 700, 800 Meter und dann kam die Hölle. Wurde dann wärmer und heißer und feurig und dann auch die Geräuschkulisse so entsprechend war ganz prima. Hier ist jetzt noch was dazu. Was haben wir jetzt? 300 Meter? Ich kann ja mal schneller rennen. Hier habe ich übrigens absichtlich, weil ich hörte Wasser plätschern. Denk, wenn ich jetzt auf so eine Wasserader stoße, das gibt es hier offenbar nämlich auch. Ja? Und das plötzlich mit Wasser gespült wird. Wir haben ja flexibles Wasser, dann läuft das voll ersaufig hier. Habe ich jetzt noch ein bisschen bergauf gemacht, um so was wie ein Siphon zu machen. Und dann wieder runter, damit das Wasser vielleicht nur bis hierhin läuft. Ich mich hier retten kann, dann der andere Rest vom Tunnel nicht weiter vollläuft, ne? Hier geht es weiter runter. 330 Meter im Minus. 350. Warum habe ich hier die gelegt? Was ist das? Ach so, da habe ich mich so ein bisschen nach oben gekämpft. Da habe ich eine Höhle entdeckt. Da habe ich eine Höhle angeknabbert, glaube ich, ne? Oder? Gibt so ein paar Höhlen. Ich habe die Höhlen auf aus, aber als die Map erstellt wurde, war die an. Deswegen gibt es hier Höhlen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob weiter weg, wenn neues Land generiert würde, ob da auch noch welche kommen würden. Das wird sich dann aber zeigen. So, weiter. 400 Meter. Also sitzt man schon eine Weile dran, dazu buddeln hier. Jetzt sind wir bei 450 Meter. So, und jetzt sind wir an dem tiefen Untergrund hier, tiefer Untergrund. Hier muss man dann aufpassen. Plötzlich habe ich ein Loch gehabt und dann blickte ich auf einmal irgendwo in so ein riesiges schwarzes Loch. Man konnte nichts sehen. Ich habe jetzt die Fackeln hier gestellt und da war das ziemlich schwierig, hier die Treppen von unten hin so zu bauen. Ja, hier geht's hier lang. Muss man hier mal rüber. Hier habe ich so Treppen gebaut, weil das geht da. Da ist nämlich Wasser da unten. Das habe ich gehört. Ich hörte dann irgendwann nur, wenn ich da geklopft habe, das Wasser, dass irgendwie Steine ins Wasser plumpsten. Da ist noch Gold, da komme ich auch von hier aus nicht ran. Da hat man die Musik. Das ist so fantastisch gemacht mit dieser Soundatmosphäre auch hier. So, hier. Ja, und dann konnte ich hier ans Wasser. Das kann man auch durchaus trinken. Sauberes Wasser ist das hier. Hier kann man auch schwimmen gehen. Na? Und ertrinken. So, wir haben jetzt hier 500 Meter Tiefe, 500 Meter unter Null und dann habe ich hier angefangen zu buddeln. Da kam dann auch kein Wasser mehr und dann bin ich weiter, 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 tiefer, tiefer, tiefer. Und merkt das schon, ich jetzt mal die Lampe ausmache. Na? Auch die Temperatur steigt, aber Temperaturfühligkeit gibt es noch nicht. Da vorne kommt schon rotes Gestein. Fünfhundertfünfzig Meter, jetzt nähern wir uns langsam der Hölle.
Nicht der Höhle, sondern der Hölle. Die ist hier auch wieder gemacht, die Hölle. Jetzt muss ich aufpassen. Hier ist Schluss. Weil hier bin ich plötzlich durchgebrochen. Bin Gott sei Dank nicht reingefallen. Da unten ist Lava. Wenn man da reinfällt, ist man natürlich tot. Ich denke mal, zwischen dem Lavasee und der Unterkante hier von dem ist ein bisschen Luft. Zumindest war das in der alten Version so. Wie das jetzt hier ist, das ist jetzt erneuerlich auch erst geändert worden. Da sind so, seht ihr das? Hier sind so Säulen. Da kann man quasi, muss ich gucken, dass ich wie eben drüben da auch mir so Leitern und Treppen runterbaue, um da unten mal zu gucken, was man da so machen kann. Das werde ich mir auch mal in Ruhe angucken. Aber das ist schwierig, da die Treppe zu bauen, ohne runterzufallen. Ich kann natürlich als Admin fliegen, aber die Herausforderung im Spiel ist ja eben, das ohne Fliegen zu machen. Weil andere, die sich da bis unten runterbuddeln, die können ja auch nicht fliegen. Na? Fliegen würde ich nur, wenn ich irgendwie adminmäßig eine Tätigkeit mache. So. Jo. Ja, hier, ja, muss ich hüpfen. Das ist natürlich nicht so ganz akkurat, weil das ist schwierig von oben nach unten bauen. Sehr schwierig. Oh ne, schon wieder? Das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte einmal, dass der Server abgeschmiert ist. Was ist denn los? Ist er weg? Komisch. Das ist der Vorführeffekt. Wir sind schon seit bald einer Woche hier ständig dran und am Murscheln. Ich glaube, einmal bin ich rausgeschmissen worden. Und jetzt gleich zweimal hintereinander. Jetzt kommt er auch nicht wieder, ne? Ach ja. Da ist er wieder. Verrückt. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber das Reinloggen, das geht ja auch immer rasend schnell, ne? Schwuppdiwupp. Hier die paar Prozentchen hochzählen. Ah, guck mal. Da konnte man was sehen. Das muss ich jetzt mal gucken. Wo bin ich denn hier? Licht an. Den machen wir jetzt nicht. So. Ja. Das ist ja blöd, aber es sind ja nur die paar Schritte gewesen. Das soll natürlich nicht so sein. Also da würde ich mich dann auch melden. Bei dem Vermieter ist GTX Gaming übrigens. Das ist ein englischer Anbieter aus England. Das soll natürlich nicht so sein. Dass sowas mal vorkommen kann, dass man mal vom Server fliegt, klar. Aber wenn da dauernd ist, das Kacke, da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn ich mich zum Beispiel jetzt mal samstags nachmittags 15 Uhr setze ich mich hin, will Rising World spielen bis spät in den Abend, bis in die Nacht und fliege jetzt in der Zeit von 15 Uhr bis Mitternacht in den 9 Stunden ein, maximal zweimal raus, ja, da würde ich sagen, das ist noch im Rahmen. Aber wenn das öfter ist, dann vergeht mir schnell die Lust. Ich weiß nicht, wie das bei euch so wäre, aber das ist dann doof. Vor allen Dingen sind das ja auch manchmal brenzliche Situationen, die dann sein können. So, jetzt geht es ein bisschen rum. Sag mal, das ist doch gar nicht meine... Bin ich jetzt eine fremde Höhle gelaufen? Das ist alles in Ordnung, solange keine Abbiegung gibt. Es gibt ja so ein paar Höhlen, die schon mal sind, aber das sieht so... Nein, das ist meine, ne? Hä? Wieder hoch, wieder runter, das kommt mir so komisch vor. Aber manchmal wirkt das auch nur so. Ich gehe mal weiter, solange keine Abbiegungen sind, weil wenn Abbiegungen kommen, das habe ich so nicht gemacht. Hä? Nicht, dass ich mich jetzt hier verlaufe. Nein, alles richtig. Das sah mir jetzt so richtig fremd aus. Ja, die Treppe soll weitergehen. Mal gucken, wie ich dann da bei dem Untergrund weiterbaue. Am liebsten einfach durch und bis in die Hölle, ne?
Gehen wir wieder rauf hier. So. Wupp, 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 wupp. Jetzt haben wir den nicht an, ne? Dass man die Koordinaten sehen kann. Jetzt sind wir gleich beim Nullpunkt. Meerestiefe, ich glaube so der Ozean, der ist auch so bei Null. Und Meeresoberfläche ist ungefähr bei, glaube ich, plus 90. So, jetzt ändert sich auch die Soundkulisse. Jetzt kriegen wir wieder den Ton für Land. Oh, so Ausdauer zu Ende. Wetter ist noch schön, ist ein bisschen nebelig, ne? Ich habe dann Wetter auch so eingestellt, ist überwiegend schönes Wetter, überwiegend sonnig, aber es kann auch schon mal schlechter werden, kann auch mal Regen geben, aber es wechselt nicht dauernd. Also Wechselzeit zwischen den Wetter ist länger. Also meistens hat mehrere Tage am Stück schönes Wetter. So. Jo. Bevor wir jetzt hier noch ein bisschen mal das Baumenü uns angucken, möchte ich nochmal zum Koordinatenursprung mit euch. Und da fliegen wir hin. Das ist echt ein Stück weiter. Kann man auch mit dem Boot fahren. Ach, ich kann ja hier nicht fliegen. Das habe ich hier in meiner Gegend verboten. Wundert mich nur, dass man auch im Admin-Modus, und ich habe hier den Admin-Modus jetzt permanent an, das müsste ich dann ja auch umstellen sonst, dass ich da trotzdem nicht fliegen kann. Jetzt renne ich erstmal so weit, dass wir hier aus meiner Area verschwinden können. Die Grenze ist ja da vorne am Strand. Oh, hier ist steil. So. Ja, eventuell gibt es dann auch mal ein paar Tutorials für mich, ganz besonders auch für Server-Hoster, wenn ich das erstmal begriffen habe, weil da habe ich nämlich selber nachsuchen müssen und kaum was gefunden. So, jetzt sind wir aus meinem Bereich raus hier. Jetzt müsste ich fliegen können. Siehste? So, jetzt fliegen wir mal zum Koordinatenursprung. Ihr seht ja unten die Koordinaten, ne? 42, 43,3. 151,4, das ist übrigens die Höhe. Wenn ich jetzt nach oben fliege, ne, wird die höher. Und der dritte Wert ist eben die andere Koordinate. 1 x, 1 y, wie kann man jetzt sehen, wie man will. Und jetzt werden wir mal die Fluggeschwindigkeit erhöhen auf 400. Schneller geht nicht. Und dann fliegen wir mal zum Koordinatenursprung. Wir sehen ja jetzt links da die Welcome Area vorbeisausen. Das ist nämlich so besonders, wenn man hier jetzt, die Welt im neuen Rising World ist ja so, ist im Prinzip ein unendlicher Ozean, auf dem eben unterschiedlich große Inseln sind. Das sind eigentlich alles Inseln, aber die sind teilweise so groß, dass man die schon quasi als Kontinente bezeichnen kann. Und ich hatte das bisher, wenn ich da mal so ein bisschen geguckt hatte, nie geschafft, so weit auf den Ozean rauszufahren, dass ich kein Land gesehen habe. Also ringsrum nur Horizont. Aber die Stellen gibt es hier, vor allen Dingen zumindest, ich weiß nicht, ob es die sonst auch noch irgendwo gibt, zumindest bei dem Koordinatenursprung. Das ist so weit raus auf dem Ozean, da sehe ich jetzt schon. So weit raus aus dem Ozean, dass man ringsrum kein Land sieht. Man kann natürlich auch ohne Boot einfach schwimmen. Ja, das heißt also, ich mache jetzt mal hier einfach F2, dann ist das Fliegen aus. Klatsch, dann bin ich im Wasser. So, ich kann die Leertaste gedrückt halten und dann kann ich hier schwimmen. Das sieht jetzt so schnell aus, das dauert ewig. Also so von einem Kontinent zum anderen über das Meer schwimmen habe ich gemacht, aber da muss man damit rechnen, dass man da mal eine halbe Stunde hockt und W drückt oder so. Jetzt lasse ich mal los, kann man sich mal gucken. Da ist das Land noch hinter uns, wo wir herkommen. Ich habe da was gemacht am Nullpunkt. Da ist nämlich der Koordinatenursprung. So, fliegen wir wieder raus. Weil sonst dauert das recht lange. So, und hier ist der Koordinatenursprung 0, 0, 0. Das ist auch geschützt, damit hier keiner irgendwas abreißen oder dumm Zeug machen kann. Ist das geschützt? Ja, wer das will, der kann natürlich sich hier, das ist ein bisschen schwierig, ne, muss ja erstmal tauchen und von unten aus was bauen, weil man kann ja keinen Block einfach so auf die Wasseroberfläche setzen. Das geht nicht. Aber mit Trick kann man natürlich, sieht man ja auch, einfach was hinbauen.
Na, wenn einer so was unbedingt machen will und braucht jetzt irgendwie mal Admin-Modus oder mal den Flugmodus, das geht. Oder den Kreativmodus einfach mal fragen, dann gebe ich den für einen Moment, ne, eine Gruppe dafür und dann kann man sich da so was bauen. Wenn einer mitten auf dem See sagt, ich mache mir hier mein Waterworld oder so, geht alles. Ja. Und das ist das Besondere, das habe ich nicht gemacht. Hier dieser Fliegenschwarm ist tatsächlich immer in dem Spiel beim Koordinatenursprungspunkt, da ist dieser Fliegenschwarm. Ja, und ich habe hier dieses Ding hingesetzt. Da kann man sich dann hier mit dem Boot festmachen. Hier in die Kiste habe ich Brote reingelegt, glaube ich, ne? Ja, hier, die ich gebacken habe. Ja, und hier ist eben das Besondere. Ich kann in alle Richtungen gucken. Nirgendwo Land. Finde ich schön. Mitten am Ozean. Tja. Kann ich hier fliegen? Ich glaube nicht, ne? Ah doch, das geht hier. Ja gut. Die Richtung, ich weiß nicht. Man kann sich natürlich auch ganz gut behelfen, wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendwo auf dem Meer ist und denkt, boah, wo war ich denn jetzt hergekommen und wo sind denn jetzt die? Dann sage ich einfach hier, ich sag jetzt mal wieder hier Show Areas. So. Dann sehe ich erstmal meine und dann sehe ich auch die anderen. Ne? Das da ist mein Zuhause. Der mittlere ist diese Welcome Area und dieses hier ist der geschützte Bereich für Nicole. Den sie noch gar nicht. Na, ich muss natürlich sie auch noch als Besitzer eintragen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das geht nur, wenn sie online ist. So, dann wollen wir mal da nach Hause fliegen hier. So finde ich den Weg auch schneller. So. Zweimal rausgeflogen. Das ist echt Vorführ. Ich war noch so begeistert. Denk, Mensch, hier stundenlang und niemals, dass irgendwas geruckelt hätte oder gezuckelt oder leck oder gar nichts. Ich meine, klar, das kann natürlich sein, wenn man jetzt ein Gebiet sehr dicht bebaut, dass dann sowas mal vorkommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber bis jetzt hier so gar nichts. Einmal, gut, war so ein Server-Timeout, mich rausgeflogen. Aber jetzt hier zweimal, das beunruhigt mich so ein bisschen. Also das muss ich beobachten. Wenn das wirklich öfter passiert, dann finde ich das nicht so toll. Ja. Ja, wie gesagt, also ich muss jetzt eigentlich nur noch mal mit ein oder zwei Leuten mal ausgiebig alles mal ausprobieren, dass die, ob die Rechte gut und richtig eingestellt sind. Ansonsten kann man hier loslegen. Ich habe da soweit alles fertig. Die Welcome Area, die wird noch ein bisschen erweitert wohl, ein bisschen ausgebaut. Hier kommt vielleicht in der Gegend noch ein Leuchtturm hin. Das ist ja quasi so das Zentrum. Da wohne ja ich auch. Da ist die Welcome Area. Und dann könnt ihr hier irgendwo, guck mal, da sieht man das noch. Den Ursprung. Ne, irgendwo in die Welt hinausziehen. Über den Ozean schwimmen und sagen, ja, hier möchte ich bleiben. Und wenn ihr gesagt habt, hier wollt ihr bleiben und wollt ihr auch schützen lassen, müsst ihr nicht. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich buddel mich jetzt einfach so ein bisschen. Ach ja, hier ist das Fliegen verboten. Wenn ich dann hier reinfliege, dann werde ich geerdet. Ja. Schwimmen wir an Land. Und da sieht man jetzt mal, wie lang das dauert, ne, wenn man schwimmt. Mit dem Pferd kann man übrigens auch schwimmen, aber ich glaube, das schwimmt nicht schneller. Also von hier aus zum Ursprung zu schwimmen. Aber ich würde mal sagen, 1,5 Stunden reale Zeit. Die Zeit hier geht übrigens auch sehr langsam. Ich habe die sogar noch mal ein bisschen weiter. Ich habe die Funzel noch an, ne? So noch ein bisschen weiter verlangsamt. Also ein Tag, 24 Stunden hier, dauert reale 6 Stunden. Ich hatte das erst auf 4, jetzt habe ich auf 6 gemacht. Also, wenn man irgendwie hier. Die Nächte kann man übrigens überschlafen. Ja, wenn man jetzt alleine auf dem Server ist, dann kann man sich einfach in sein Zelt legen, dann macht das flupp und dann ist nächster Morgen irgendwie 7, 8 Uhr. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen Unterschied, aber relativ früh morgens ist schon hell. Man muss also nicht im Dunkeln spielen. Anders ist es jetzt ein bisschen, wenn man mit mehreren auf dem Server ist. Ja, angenommen sind 4 Leute auf dem Server und jetzt wird es dunkel, man macht aber irgendwas draußen im Wildnis, das Dunkle stört. Man möchte die Nacht überschlafen, dann muss man sich eben über den Chat, ne, man hat ja hier auch mit T den Chat, ja, absprechen, dass alle gleichzeitig im Zelt sind. Dann gehen alle in das Zelt. Wenn alle im Zelt drin sind, schwupp, wird die Nacht übersprungen. Also das geht. Ich denke ja mal, dass das hier jetzt genauso ist. Das kenne ich jetzt eigentlich von dem alten. Doch, das geht. Ja. Geht im neuen auch. Da ist das Pferd hier noch draußen. Ja, das bringen wir doch mal eben rein. Du musst wieder in den Stall. Ja, doch.
So lange, bis ich weiß, dass das hier auch wirklich gut alles eingestellt und gestützt ist, weil Pferde, ich habe ja gesagt, die Tiere sind wenig. Man ist eine Weile unterwegs und sucht, bis man mal so einen Zossen gefunden hat. So. Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu und abschließen. Reicht ja eigentlich, wenn ich die hier unten abschließe. So. Jo. Ach, jetzt wollten wir was bauen. Ich habe nämlich hier die Klötze noch. Das sind Block 168. Die macht man einfach hier, wenn man Holz hat. Bei Bauen kann ich mir hier die Texturen aussuchen. 168, das ist der hier. Das sind die. Und dann geht's ans Bauen. Das wollten wir jetzt zum Schluss nochmal angucken. Ganz besonders für die Steffi. Ja, ich bin da noch nicht so gut, aber einigermaßen kriege ich das hin. So, pass auf. Jetzt gucke ich erstmal, wie sieht der denn eigentlich aus? Der hat noch eine Form, ne? Na, das ist jetzt der normale Klotz, ne? Das ist ein 1x1x1er Klotz. Ne? Ganz normal. Kann man sich vorstellen, wie er auch in 7 Days ist, ein Würfel. So, jetzt will ich aber, so wie den Balken, auf den wir hier laufen, da auch machen, aber eben ein bisschen tiefer, damit man mit dem Boot darüber fahren kann. Weil das soll ja so ein Bootshaus werden. So. Jetzt gehe ich erstmal hin und sage erstmal, nee. Halben Meter habe ich gemacht. Dann sieht man die Größe und 0,5 × 1 × 1. So. Und dann den. Auch 0,5. Und den machen wir auf volle Länge 5 Meter. Jetzt haben wir den halben Meter mal 5 Meter und mal einen halben Meter. Das ist jetzt so ein Balken. Hier kann man das sehen, wenn ich den da so hinstelle, ne? Da. So. Jetzt ist das unter Wasser so ein bisschen blöd mit der Sicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Balken hinmache, dann sieht man, ne, den Grund von dem Wasser, wenn man durch den Balken durchguckt, den Grund von dem Wasser ohne das Wasser. Das ist ein bisschen schwierig. So, jetzt müssen wir im Wasser springen. Also jetzt auch, warum nehme ich auch so was Schwieriges, so was Kniffliges jetzt dafür? Gibt auch eine Taucherbrille, die man sich hier craften kann. Dann sieht man unter Wasser klar, obwohl die Sicht ja eigentlich ganz gut ist unter Wasser, ne? So, wo haben wir den jetzt da? Jetzt muss ich den drehen. Will ich den so drehen? Ne, ich will den eigentlich so drehen. Ich kann übrigens auch einstellen, mit wie viel Grad. Ich habe den jetzt auf 15 Grad stehen, dass der also mit jedem Druck auf die Cursor-Tasten, welche Tasten das sind, das soll jetzt nochmal nicht so ganz so wichtig sein, ne? 15 Grad sich dreht. Ich kann das aber auch frei einstellen mit dem Befehl Zettere, der genauso wie dieses Show Ureas eingetragen wird. Und dann kann ich auch auf 1 Grad machen, wenn ich also jetzt ganz präzise bauen will. So, jetzt machen wir das mal. Ich würde mal sagen, hier ungefähr sollte das klappen. Aber ich muss den ja schon da auch genau dran machen. Ich will den jetzt erstmal festsetzen. Ja, ich sag mal hier, ich setze den fest. Steuerung, aber die rechte Steuerungstaste erstmal auftauchen, dass ich nicht ersauf. So, jetzt sieht man den gar nicht, ne? Das ist hier so ein kleiner Bug, ne? Das ist, ich sehe den Balken nicht. Ich muss untertauchen, dann sehe ich den. Das sollte eigentlich hinhauen. Der ist jetzt noch gar nicht fest. Ihr seht ja, dass der noch so durchsichtig ist, ne? Den habe ich jetzt nur schon mal da fixiert, dass der jetzt da bleibt. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob der auch hier genau an dem Balken ist und nicht links und rechts rüber ist. Ja, ne? Der ist, glaube ich, ein bisschen nach links rüber. Oh Gott, kann ich denn hier nicht mal stehen? Das ist blöd unter Wasser bauen. So. Ah. Bleib doch mal stehen. Ich kann den nämlich jetzt. Da. Seht ihr das? Darüber. Jetzt ist er genau bündig, ne? Und jetzt drücke ich rechte Maustaste, Klick. Muss aber die Steuerung wieder los, damit ich wieder einen neuen habe. So, auftauchen. So. Und jetzt kann ich den Magneten anmachen. Dann habe ich so verschiedene Anknüpfpunkte. Wollen wir mal gucken, wie der sich verhält. Ich mache jetzt mit der Return-Taste und dann, zack, habe ich den direkt dran. Ich mache noch einen. Zack. So, jetzt bleibt hier so ein ganz kleines Stückchen über. Das ist, weil ich da drüben anders gebaut habe. So, den machen wir jetzt erstmal festsetzen. Oh, dieses Bewegen hier unter Wasser ist, oh, scheußlich unter Wasser bauen. So, und jetzt mache ich den kürzer. Ich stelle mich jetzt hier hin. Geht das? Ne, so verschiebe ich den. Oh. Shift, das ist die, das ist der.
So, bis er... Ah, jetzt ist er zu kurz, ne? Eben auftauchen. Atmen. So, ich gehe mal noch ein bisschen hier rüber. Und jetzt... Jetzt ist richtig, ne? So. Haben wir. Alter Falter. So. Wo habe ich den? Muss ich erstmal wieder lösen. Dann habe ich ihn wieder hier. Ist jetzt so ein ganz kleines Knüppelchen, weil ich ihn ja so kurz gemacht habe. So. Und jetzt haben wir da den Balken. Jetzt will ich aber erstmal gucken, ob wir denn da jetzt drüber fahren können, ob das Boot da hängen bleibt. Ist eigentlich relativ weit unten. Das sollte eigentlich funktionieren, ne? So, Motor an. Ja, da kann man wunderbar rausfahren. Rückwärtsgang rein. Ach, rückwärts geht nur so langsam. Ja, aber es funktioniert. Dann ist ja gut. Ja. So. Und dann mache ich jetzt schon mal den Steg hier hin. Und zwar soll der... Hier kommt also dann auch mal eine Tür. Und vorne eben eine Doppelflügeltür. Ich habe ja die Areas noch an. Aus sind sie. So, dann nehmen wir das gleiche Material ruhig. Aber ich mache da eine Platte. Also, gib mir mal den wieder. So, wo haben wir den denn da? Nee, den machen wir jetzt 0,2 dick, würde ich sagen. Dann hier volle 5 Meter natürlich. Und hier, da würde ich sagen, 2 Meter, reichen die? Das wären 2 Meter. Nee, machen wir 3. So breit. Und dann schön in die Mitte, ne? Da habe ich ja diese blauen Punkte, da kann ich dann je nachdem, welchen ich habe, das wäre jetzt mittig oder eben oben. So, also eine Stolperkante wäre doch blöd. Machen wir oben, ne? So. Ja, wieso nicht? Den auch noch. Und den... Den... Ja... Auch wieder da oben. So. So, jetzt habe ich hier schon mal den Steg hingebaut. Na, hier käme dann eine Tür hin. Die Tür ist 2 breit und 4 hoch. Also von den normalen Einserwürfeln. Ne? Man kann sich auch so ein Grid anmachen. Hier, dann hat man so ein Gitter. Das kann man auch größer und kleiner machen. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich, dieses Bau. Man hat jetzt so eine Hilfe. Man sieht ja jetzt links rasteraktiv Kollisionen an und. Wenn ich jetzt F1 drücke, dann ist auch nochmal so ganz grob kurz beschrieben, wie was geht. Und damit kann man schon enorm, eigentlich kann man alles machen. Beste Beispiel ist das Fachwerkhaus, was ich gebaut habe. Da fliegen wir nochmal eben zum Abschluss hin, würde ich sagen. Jo, das ist jetzt also so die erste Folge von meinen Rising World Folgen. Das sind noch einige geplant. Was so ein bisschen Server vorstellen und zeigen ist. Vorführeffekt, ne? Mit den Abstürzen. Ganz große Klasse. Machen wir das Grid aus. Und auch so ein kleines bisschen Tutorial, dass man schon mal so einen Einblick hat. Jetzt nicht, um das schon mal richtig präzise zu lernen, sondern um zu mal zu gucken, was so geht, ne? Was so möglich ist. Ja, so wird das Bootshaus. Da kommt vielleicht auch so ein Spitzdach drauf. Muss ich mal sehen. Gucken wir mal. Ach ja. So, muss ich was essen, trinken? Ich kann ja mal trinken. Trinken kann man ja immer wunderbar raus. Ich habe das hier ein bisschen tiefer gebuddelt, das sieht man, ne? Das wird hier unten auch zugemacht. Also, dass da nicht... Sollte das so sein, dass man das Boot quasi trotzdem klauen kann, dass hier keiner reintauchen kann. Guck mal, hier übrigens habe ich hier beim Buddeln, komischerweise, das ist ganz interessant, ist so eine Luftblase geblieben. Wenn ich jetzt hier reinschwimme, ne? Kann ich hier atmen. Das ist doch wohl klasse, oder? Die ist immer noch da. Ja, habe ja nichts gegen, ne? So, jetzt wollten wir noch eine Sache machen. Jetzt habe ich das vergessen. Was wollte ich denn noch machen? Wollte noch irgendwo hin. Ach ja, zu dem Haus fliegen. Gucken wir uns das nochmal an. Wie gesagt, alle Teile, die in dem alten Rising World, die es da gab,
die in dem neuen nicht gibt, die fehlen da. Ne? Ich darf ja hier nicht fliegen. Ich habe mir das ja selbst verboten. Hier wird nicht gefliegt. Ey, verdammt, dann kann ich ja selber nicht einmal fliegen hier, wenn ich jetzt adminmäßig was machen will. Ah, dann muss ich das, dann werde ich das so ändern, dass man im Kreativmodus aber fliegen kann. Vielleicht geht das ja sogar. Da muss ich mal gucken. Das ist ziemlich akribische Einstellerei. Und da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und bevor ich das freigebe, dass jeder Hans Franz hier drauf kann, vielleicht mache ich das auch gar nicht. Na, wenn das doch zu gefährlich wird, weil ich weiß ja, dass wirklich viele Honsels unterwegs sind hier, die ja, am liebsten anderen das Spiel verderben und was kaputt machen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr fliegen, ne? Sind aber noch nicht raus aus meinem Bereich. Der ist ganz schön groß. Ich habe mir schon ein gutes Stück Land reserviert. Geclaimed. Geht übrigens auch in dem neuen. Ich weiß aber noch nicht, ob das jetzt schon fertig ist, ob das jetzt schon eingebaut ist, aber das ist auf jeden Fall, wenn noch nicht geht, geplant, dass man, dass ich irgendwelche Grundstücke schon mal frei, schon mal erstellen kann, ne? diese Areas, und da kann man, die kann man dann claimen. Wenn ein Spieler da reinkommt, der Erste, der da ist und sagt, jo, hier möchte ich wohnen, der kann sich das dann selber quasi für sich reservieren. Bin ich immer noch in meinem Bereich? Boah, so weit geht das? Jetzt sind wir raus. Wildnis, genau. Es lohnt sich das fast gar nicht mehr, da noch hinzufliegen. Aber komm, Zeit sparen. Ich fliege hier auch wirklich nur, damit die Folge nicht ewig lang wird. Und das ist jetzt nicht sonderlich spannend, wenn wir hier durch die Blumen laufen die ganze Zeit. So, hier ist das Häuschen. Das habe ich jetzt einfach hier so hingestellt, ne? Da ist ja noch ein Keller drunter. Ist auch noch nicht, das müsste noch ein bisschen tiefer. Ich habe das einfach mal so aus Jux hier hingestellt. Na, die Türen fehlen, aber kann man ja Türen reinsetzen. Ne? Aber man kann, wie ihr seht, das schon ganz akribisch bauen. Na, ich hatte hier allerhand Möbel drin, das sieht jetzt so kahl aus. Hier war ein Ventilator an der Decke, hier waren Bilder an den Wänden, das Feuer knisterte. Hier stand was drauf, hier waren Truhen drin, sodass man von hier aus die Truhen verwenden konnte, so als würde man die Schränke verwenden. Ne? Hier standen auch kleine Gefäße drauf, hier lag noch ein Stift neben dem Buch. Naja, hier war eine Tür. Hier war ein Bild drin, da ist nur noch der Bilderrahmen über. Da ist hier so ein Kaminsims, da waren noch so kleinere Dinge, die drauf standen. Das war richtig voll, hier war so eine Sitzecke mit Möbeln. Tisch hier, das war eine Zeitschrift, da fehlt natürlich die Textur, logischerweise. Hier geht es runter in den Keller. Den müsste man sich aber jetzt erstmal freibuddeln. Jetzt muss ich aufpassen hier, dass ich jetzt nicht das Haus mit kaputt klopfe hier, ne? Ich kann mir jetzt den Keller hier freibuddeln. Ich glaube, da stehen auch Kisten, oder? Nee, gar nicht wahr. Die Kisten sind ja auch weg. Ja, also das geht jetzt. Oh, ein ganz schönes Stück. Also das ist ein tiefer Keller. Da kann man sich dann. Das Haus hat, kann man übrigens, die Blaupause kann man sich in einem Forum downloaden. So tief geht der Keller, ja. Kann man sich ja dann so ein schönes Kistenlager hinsetzen, wenn man das Haus hier benutzt. So. Ja, und hier oben auch nochmal Kamin. Und dann geht es noch auf den Dachboden rauf. Ja, ist dann hier der Dachboden, ne? Da ist dann nur so runde Fenster, man sieht den Kamin. Der hat übrigens gequalmt auch in der anderen Version. Inwieweit das hier geht, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ist ja noch nicht alles. Man hat Kleidung, gibt es zwar schon, ich habe ja hier nur das Büchschen an und den Helm auf. An Kleidung gibt es so ein Pelz, Fellkleidung schon. Und ganz viel an, kann man das sehen? Müsste eigentlich, ne? Ja, hier, ne? Den Pelzmantel, den gibt es schon. Den werde ich mir auch machen, einfach damit besser aussieht, weil man hat noch kein Temperaturempfinden. Man friert also nicht in der Arktis oder schwitzt, wer weiß, wie in Afrika. Das ist nicht so, das wird noch kommen. Aber allerhand Hüte schon, ja. Und wie gesagt, den Helm habe ich ja gemacht. Ja. Das ist die Taucherbrille. Erlaubt dir unter Wasser klar zu sehen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja. Also inzwischen hat sich das ganz gut entwickelt. Man kann toll spielen. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, wie zum Beispiel das Temperaturempfinden. Ach, guck mal da, ein Schwein. Ich sag ja, hier sind die Tiere wirklich wenig. Man muss nach den Tieren richtig suchen. Ja, wo ein Schwein... Ach, jetzt habe ich das... Was ist das denn? Woher kommt das? Was ist das noch? Hä? Was habe ich denn da aktiviert? Ich könnte jetzt hier... Warte mal, bin ich noch in dem anderen Modus? Nein.
Ja, Creative Mode disabled, hä? Ach, ich hab hier das Gras. Damit kann man das Gras setzen. Ja. Ne, die Schweine sind harmlos, die kann man schlachten. Dann hat man Lederhaut, ne, Schweinehaut und ein bisschen Fleisch kriegt man dafür. Die wehren sich auch nicht, die rennen weg, wenn man drauf prügelt. Da muss man eben ein paar Mal mehr treffen und dann liegen die. Ja, das ist hier die Welt. Es gibt, wie gesagt, Höhlen. Ich habe die Höhlen angehabt, als ich die Welt erstellt habe. Aber ich habe das später abgeschaltet, sodass es sein kann. Ah, hier ist zum Beispiel so eine Melone. Ne? Da gibt es noch ein bisschen viel. Da kann man leider nicht einstellen. Habe die abgeschaltet, sodass möglicherweise bei weiter entfernten Gebieten dann keine Höhlen sind. Obwohl ich bin heute, war das heute oder gestern, einmal kurz rüber nach offenen Gebieten in Afrika-Biom, habe einen Löwen geschossen. Und zwei Elefanten. Und mir Kakteen geholt und Palmen, die wachsen bei mir schon. Aber dauert ja alles. Ich habe die auch langsam wachsen gemacht. Und da habe ich aber auch Höhlen gesehen. Also, aber es ist jetzt nicht so, dass so viele sind. Ich hätte die nämlich sonst lieber ausgelassen, weil das ist so ätzend, wenn man mit dem Pferd, mit dem Affenzahn über die Gegend reitet und dann in so eine Höhle fällt. Ja, also in dem anderen Spiel, wenn man da die Höhlen anhat, wirklich alle paar Meter. Das ist total wie ein Schweizer Käse, die ganze Landschaft, und das ist ätzend. Das ist ungefähr so wie in 7 Days, wenn man mit dem Jeep irgendwo in so ein Buddelloch von jemand anders reinfährt. Ärgerlich. Und deswegen, komm, brauchen wir nicht. Ich kann sowieso nicht weit. Gleich, wupp. Fliegen ist hier nicht erlaubt. Ja, nur dann ist das so. So Fuß nach Hause gehen. Das will ich aber ändern. Also, normale Leute sollten hier nicht fliegen. Gäste können schon fliegen, aber ich glaube hier nicht, ne? Nee. Hier dürften ja Gäste. Das ist eben das, was ich noch alle ausprobieren möchte. So, jetzt haben wir schon eine Stunde voll. Boah. Ja. Ich habe versucht, jetzt möglichst viel hier in die Folge reinzukriegen, möglichst viel Informationen über das Spiel für Leute, die das noch nicht so kennen. Alles mal, ne, alles nicht, aber einiges so ein bisschen mal zu zeigen, anzureißen und auch mal so ein bisschen die Charakteristiken von dem Server vorzustellen. Und ich werde wahrscheinlich in dem Gastberechtigung noch einstellen, dass man nicht verhungern und nicht verdursten kann, weil man darf als Gast auch nicht mal Äpfel vom Baum pflücken, gar nichts. Man kann nur rumfliegen und gucken. Und man kommt immer erstmal als Gast hier drauf, da an dieser Welcome Area. Da kann man sich diese Plakate angucken und ein bisschen vertraut machen und dann sich bei mir melden. Und dann würde ich dann den Spieler eventuell, wenn er das will und wenn ich das will, in die Siedlergruppe packen und dann kann man loslegen. Dann kann man einfach mal hier irgendwo losgehen. Dann ist aber nichts mehr mit Fliegen, ne? Es sei denn, man kommt irgendwo in eine Area von einem anderen Spieler, der sagt, ich möchte, dass hier jeder fliegen kann. Dann dürfte man da fliegen. Ja, das kann man ja jetzt so individuell einstellen. Ansonsten nicht fliegen, dann kann man in die Welt rausgehen. Dann kann man auch irgendwo sich einfach was bauen. Man muss sich da, wenn man sagt, ich mache das so geheim für mich, ich fliege ein ganzes Stück weiter weg, verstecke mich irgendwo, buddel mich in so einen Berg rein und mache so mein eigenes Ding. Völlig klar, man muss aber dann wissen, wenn jemand das doch mal findet, kann der eventuell auch da aus den Truhen klauen oder was kaputt machen oder sonst was machen. Wenn man sich so ein Stück hier reservieren lässt, dann ist zumindest in dem Bereich, den man da als Area hat, ist man dann Chef. Da kann dann keiner einem was wegnehmen oder kaputt machen. Ne? Ja, ne, das habe ich aus Afrika mitgebracht. Hier so eine Palme. Ich habe Palme gehauen. Hier wächst eine Palme. Das sind so diese afrikanischen Pflanzen, die Bäume. Und das sind Kakteen, zwei Stück, die hier wachsen sollen. Das dauert natürlich, weil ich das Wachsen auf super langsam gemacht habe. Ich habe das nochmal verschärft, weil immer noch zu schnell geht. Aber das wächst offenbar weiter, wenn man nicht da ist. Jetzt wundert mich das ja doch ein bisschen, ne? Ich habe das so lange gemacht. Ich habe da hinten auch neue Bäume gemacht für Holz. Das ist so ähnlich wie in 7 Days. Man kann eben die Setzlinge, die man kriegt, wenn man einen Baum fällt, kann man die setzen und dann wachsen die. Das dauert. Oh ja, das dauert lange. Ja, Bäume wachsen ja auch nicht so schnell. Also, ich zeige mal eben, wie das abgeht. Wenn man jetzt so eine Axt hat, dann ist es natürlich schon eine gute Axt. Am Anfang dauert das deutlich länger. Ja, ich kann also. Hier ist so ein Setzling. Wie viel hat er geworfen? Ein, manchmal zwei, manchmal drei. Und dann habe ich hier die Baumstammstücke. Wo sind sie? Hier. Na? Und den setze ich hier wieder hin, dass der hier wieder nachwachsen kann.
So, ich habe ja auch da in der Welcome Area gesagt, dass man, hier, da ist noch so ein, dass man, wenn man einen Baum fällt, ich lasse den jetzt mal, hast du eine London-Platine? So, jetzt lasse ich den mal umfallen, ja, das sieht halt so aus. Und wenn ich den jetzt weiter drauf klopp, zack, wie gesagt, mit der ersten Axt dauert das alles ein bisschen länger. Oh! Jetzt habe ich einen, den ich schon gepflanzt hatte, wieder aufgesetzt. Hier. Wenn die noch so klein sind, kann man die ja wieder rausrupfen. So, und dann habe ich gesagt, dann sieht man auch in der Welcome Area, habe ich das beschrieben, ja, soll man nicht überall die Stumpel stehen lassen. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt, oh, Stumpel stehen lassen, vergehen, fliegt vom Server, gibt, nee, das nicht, ist eine Bitte, ne? Das ist am Anfang mit dem kleinen Axt ein bisschen mühsam, weil man eine Weile länger draufkloppen muss, aber nehmt die auch mit. So. Ja, und noch besser ist, wenn man jetzt nicht ganz wichtig auf die Setzlinge angewiesen ist, setzt einfach einen neuen an der Stelle wieder hin. Das dauert eine Weile, dann wächst er und dann steht der Baum da wieder. Ne, so ist das, glaube ich, ganz, ganz gut. Ja, aber das kann man da lesen und alles, was ich mir diesbezüglich so vorgestellt habe, richtig festgeschriebene Regeln, will ich gar nicht so viele machen, aber so ein paar Bitten, wo man sagt, ach, mach doch mal. Genauso, wie mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Richtung gehe und habe jetzt irgendwo eine von den Koordinaten über 20.000 oder noch weiter, dann muss ja dieses Land immer generiert werden. Das existiert ja noch nicht. Das wird ja erst erfunden quasi, wenn ich dahin fliege. Wenn ich jetzt über das Wasser schwimme oder mit dem Motorboot fahre und fahre nach Norden und ich fahre und fahre immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter, das nimmt ja kein Ende. Es werden immer wieder neue Inseln auftauchen am Horizont. Nur wenn man zu weit rausfährt, dann leidet die Performance. Ja, das merken dann auch die anderen Spieler, dass das dann ruckeliger wird, zittriger wird, dann wird es schwierig. Zumindest war in der alten Version so und der neuen wohl auch. Und man merkt das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Axt in der Hand habe. Ja, man sieht jetzt, ich habe die, man sieht meine Hände am Stiel und das ist relativ ruhig. Was gibt aber, ist auch bei manchen ein bisschen, ist bei dem vielleicht anders? Ja, also so ein ganz kleines Zittern in den Händen. Und wenn man ganz weit weg ist vom Koordinatensystem, sich sehr weit entfernt, dann fängt das an, unruhiger zu werden. Dann kann man auch gar nicht mehr so richtig bauen und das ist dann so zittrig und laggy, dann wird es schwierig. Ja, das gibt Grenzen. Deswegen habe ich da auch geschrieben, so bei plus 20.000, minus 20.000 sollte man dann langsam mal aufhören. Nicht, dass einer meint, ich gehe jetzt 400.000 Kilometer irgendwo anders hin. Ja, so dass man selbst im schnellen Fliegen 2 Stunden bis dahin braucht, reale Stunden. Und da setze ich mich dann zur Ruhe und baue mir was. Das wäre gar nicht so gut. Das möchte ich natürlich nicht so gerne. Na? Wenn man das könnte, würde ich das auch begrenzen. Dann allerdings nicht bei 20.000, sondern vielleicht bei 40 oder 50.000. Weil ich habe das nämlich mal gemacht. Ich bin mal auf dem Server gewesen und habe mich auf das Pferd gesetzt. Da war es ja noch nicht, dass überall der Ozean war. Da kommt man über Land noch, wer weiß, wie weit reiten. Und bin losgeritten. Geritten, 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 geritten. Dann habe ich einen Turm gebaut. Hier ist 50.000, also genau auf der Achse entlang, ne? 50.000 und dann der andere war 0. Und dann habe ich bei 50.000, bei 75.000, bei 100.000. Dann schrieben die anderen, boah, was ist denn los? Und Lecky und ich so, oh, ups. Ja, das ist, und das ist ja einmal da. Das kann man ja auch nicht wieder löschen, ne? Also, das ist nicht gut. So. Ja. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie euch das gefällt. Und ob ihr da vielleicht Lust hättet, hier der ein oder andere hier sich zu melden, mitzuspielen. Also, wer Bock hat, kann sich melden und dann kann man hier spielen. Warum nicht? Ist also ganz frisch, ganz neu, ist erst vor ein paar Tagen aufgesetzt. Ja. Und ich baue mein Bootshaus da jetzt erstmal in demnächst in Ruhe weiter. Und auch die Welcome Area wird noch ein bisschen ausgearbeitet. Ja, es sind so ein paar kleine Sachen noch. Leuchtturm will ich noch irgendwo hinstellen. Den habe ich nämlich auch als Blaupause. Na, das klappt ganz wunderbar. Wenn man so weit ist und hat so einen Blaupausentisch mal, dann kann man sich Papier machen. Das ist echt aufwendig. Muss man nämlich einige Ressourcen haben und verarbeiten und weiterverarbeiten. Und dann kann man Blaupausen machen und dann kann man seine Gebäude, das geht ungefähr in etwa so, wenn ich jetzt dieses Gebäude hier als Blaupause, als so Kopie machen wollte, dann müsste ich hier so einen Blaupausenpunkt setzen, das ist wie so ein leuchtender Würfel und dann kann ich den mit den Cursor-Tasten eben in die Richtung verlängern und dann verbreitern bis hier entlang, das mache ich meistens ja dann im Flugmodus, ne? Dann habe ich so eine Platte, dann mache ich die nach oben und nach unten, das ist dann wie so eine Area. Und dann sage ich, jo, alles klar, Blaupause speichern. Dann muss ich noch entscheiden, ob mit Objekten.
Das heißt also mit den ganzen Werkzeugen und den ganzen Kisten und alles, was hier drin ist, mit dabei oder eben nicht. Und ja, allerdings, was in den Kisten drin ist, das kann ich damit nicht, sonst könnte ich das ja vermehren. Sonst hole ich mir einmal hier so ein Tresor. Mal auf. Ja, hab da allerhand Gold und sowas drin. Ich habe hier Gold und Aluminium, habe schon einiges gesammelt. Und übrigens von jedem Setzling einen hier. Ne? Weil manchmal dauert es eine Weile, bis man sowas gefunden hat. So, wieder schön abschließen. Und wenn man dann versucht... Nochmal. Ja, das geht hier übrigens auch so. Ah, der ist nicht abgeschlossen, ja. Ja, und dann könnte ich das ja immer vermehren. Dann würde ich hier eine kleine Hütte bauen und dann würde ich das mit Blaupausen dann zack, 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 10 Stück davon hinsetzen. Dann habe ich 10-mal mit dem ganzen Zeug drin. Also die Tresore und die Kisten, die kann man mit Blaupausen. Aber, die Inhalte nicht, dann sind das alles leere Kisten. Also da wäre dann in der Kopie wäre dann ein leerer Tresor. Ne? Das ist ja auch ganz okay, so wie ich finde. Ich weiß auch nicht, das sollte man nicht von Anfang an können. Und das habe ich, glaube ich, auch in den Welcome Area geschrieben, dass man doch bitte, wenn man jetzt Blaupausen später benutzen kann und benutzen darf, nicht irgendwie von anderen Spielen oder vom Forum, da gibt es ja alles möglich, da könnte man dann innerhalb von wenigen Stunden ganze mittelalterliche Großstädte und Eiffeltürme und ganz Paris könnte man hier hinsetzen. Das ist nicht das, was ich möchte. Ne? Wenn einer sagt, komm, wir machen so ein kleines Mittelalterdorf, hier stehen dann 10 Häuser, 10 so Fachwerkhäuser, wo man dann mit 2 Leuten oder 3 Leuten spielt. Ja, man kann ja auch seine Area mehrere Leute eintragen lassen. Also geht durchaus, dass man mit 3 Leuten eine Wohnarea hat und dann mit allen 3 Leuten da drin als Owner eingetragen ist. Das geht. Ist kein Problem. Jo. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Spiel vorstellen, meinen Server vorstellen und ein bisschen Lust darauf machen. Und sagt da mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier weitermachen. Nämlich dann mit irgendwie, ja, ich nehme euch einfach mit, was ich hier so zwischendurch mal so veranstalte. Oder aber es kommen so ein paar Dinge, die mehr so in Richtung Tutorial gehen, obwohl ich ja auch noch viel lernen muss. Bis dann, bye bye und tschüssi.